Ein Vertrag kommt zustande, in dem jemand eine Willensäußerung macht und die Gegenpartei diese Willensäußerung bestätigt. Gelegentlich kommt es aber zu Missverständnissen oder Rechnungsfehlern. Aber sehen Sie selbst. Was geschieht nun, wenn jemand 36 schreibt? In Tat und Wahrheit wollte die Person wohl 63 Franken schreiben. Es liegt also ein Schreibfehler vor. Hier kam es jetzt tatsächlich zu einem Missverständnis. Jemand wollte in Tat und Wahrheit 63 sagen, sagte aber 36, beziehungsweise im konkreten Fall schrieb 36. Hätte das die Gegenpartei bemerken müssen? Ja. Zu Beginn wurde ja klar gesagt, dass die Preise je nach Zeitpunkt zwischen 50 und 70 Franken variieren können. Wenn dann ein Vorschlag kommt von 36, liegt es nahe, dass da ein Verschreiber vorliegt und tatsächlich 63 stehen sollte. Der Vertrag ist also über 63 zustande gekommen. Weshalb? Deshalb, weil ein vernünftiger Empfänger dieser Erklärung, dieses Mails, 63 verstanden hätte und eben nicht 36.